Ich war tatsächlich auch mal sportlich vor den Kilos und vor dem Hypergaming. Das will man vielleicht nicht glauben, aber ich war tatsächlich mal sehr, sehr sportlich. Who's that Pokémon? It's no way for you! Hast du schon mal mit Montana Black gesprochen? Nein, aber ich habe Montana Black schon mal gesehen, in Person. Und zwar war das bei der Gamescom, bei der exklusiven Twitch-Party war der. Muss gestehen, das sieht schon extrem Antifan aus, wenn du so beliebt, also so bekannt bist wie der. Ich meine, auf der Gamescom, ne, da bilden sich ja immer so um die Influencer so kleinere Trauben. Aber natürlich brauchst du auch ab und zu mal Zeit für dich. Und bei Montana Black, der ist halt so bekannt, dass auf dem Twitch-Event ständig Leute Bilder mit ihm machen wollen. Und ich muss sagen, das sieht schon sehr Antifan aus, finde ich. Wenn du halt so bekannt bist, dass du nicht mal mehr, wenn du ein Rückzugsort bist, Ruhe hast. Ja, zack, 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 zack. Alright, dann schauen wir. Ich bin nicht wütend, ne? Ich bin absolut nicht wütend. Hard CC Sub. Plus 18 MP. Wie geil ist das denn? Wie cool ist das denn, bitte? Kompletter Banger, ey. Okay, gefällt mir. Jetzt ist an der Zeit, hier LP zu gainen und Gegner zu hopsen. Na? Also, wir spielen Lee. Wir spielen natürlich Muay Thai Lee Sin. Das ist der einzig wahre Lee Sin Skin. So, das passt auch so. Wunderbar. Und dann schauen wir mal. Hast du eigentlich Probleme im unteren Rücken, wenn du den ganzen Tag sitzt? Bisschen, ja. Also, Rücken ist natürlich nicht meine starke Seite. Ich war ja heute bei der Physiotherapie. Und meine Physiotherapeutin hat gesagt, sie würde mir CrossFit empfehlen. Nein, bitte kein CrossFit. Warum nicht CrossFit? Was ist ein CrossFit verkehrt? Weil CrossFit ist kein Anfängersport. Ja, gut, ich habe ja schon mal Sport gemacht früher, du. Ich habe ja schon mal trainiert. Ist eine Weile her, aber ich war ja schon mal trainiert tatsächlich. Es gibt letztendlich Bilder, wo ich mit Sixpack an so einer Klippe stehe und meinen Bizeps flexe. Ich war tatsächlich auch mal sportlich vor den Kilos und vor dem Hypergaming. Das will man vielleicht nicht glauben, aber ich war tatsächlich mal sehr, sehr sportlich. So, jetzt gucken wir, was wir hier machen können. Kicker didn't happen. Das muss ich echt mal rausgraben, die alten Bilder. Da sehe ich auf jedem aus wie so ein kompletter Asozialer. Zugegebenermaßen war ich damals auch ein ziemlicher Asozialer. Weil damals war mir nur wichtig, wie ich aussehe und wo der nächste Alkohol ist. Das waren so meine zwei Grundinteressen damals. Ging jetzt nicht verwerflich, aber eine sehr oberflächliche Zeit und da habe ich schon viele blöde Sachen gemacht. Also rückblickend war das schon keine besonders coole Zeit. Außerdem hat mir das nicht so viel gegeben im Endeffekt. Ich habe damals habe ich mich für einen ganz tollen Erfinder gehalten. Ne? Zum Beispiel habe ich erfunden Unterwasser-Handstand-Bierpong habe ich erfunden. Klasse, klasse, klasse. Ne? Weil da konnte man noch schneller trichtern. Ne? Und wenn du einen Fehler gemacht hast, hattest du ganz viel Wasser im Gesicht. Und das war lustig, ne? Also Wasser getrunken. Ich hab da einen Autotech daneben geklickt. Den halt jetzt gleich immer noch resetten. Der kriegt beide Krabben, aber ich habe einmal. Hey, actually, weiß der nicht, dass ich die unten nicht gemacht habe, ne? Wir haben jetzt mal einen Tiamat schon halt. Was war mal so einer? Jupp. I mean. Ich glaube, jeder hat mal so eine wilde Phase in seinem Leben, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist ganz, ganz normal bei jungen Menschen. Du willst halt einfach dazugehören. Ich habe aber nie wirklich dazugehört, weil meine große Liebe war natürlich immer das Gaming und ich habe auch damals schon viel gezockt. Also die Tage waren echt cool damals. Bin an die Schule gegangen, dann von der Schule bin ich ins Fitness gegangen, dann von der Fitness sind wir zu irgendeinem Spätzle gegangen, haben angefangen zu zocken und dann am Abend dann mal Party machen. 3-4 Mal die Woche. Wir können einfach den Weg nehmen, oder? Haben deine Eltern gesagt. Ja, solange meine Schule in Ordnung war und ich soziale Interaktion hatte, ich meine, die haben sich schon um mich gesorgt und haben mit mir geredet und so weiter. Die sagen halt auch, man muss halt Fehler machen. Ja, man muss Erfahrungen sammeln, ansonsten kommt man als Mensch nicht weiter, weißt du? Ich musste damals selber Geld verdienen zu einem gewissen Punkt, weil das so oft feiern gehen war natürlich teuer, ne? Ich wollte halt bei den coolen Leuten mit dabei sein, ne? Das war mir damals unglaublich wichtig. Und ich wurde überall eingeladen, ich durfte überall mitmachen, aber ich war halt schon eher so der awkward Dude, der halt überall dabei ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Bevor es jetzt einfach Harold, wenn er disiert ist, sag mal Harold. Ich bin irgendwer in deiner Schule richtig schlecht erwischt. Also nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Oh, please. Okay, wir sind am Griefen, aber wir haben auch über Themen der Vergangenheit geredet. Und jetzt werde ich einfach aufhören, über Themen der Vergangenheit zu reden. Werde mich ein bisschen konzentrieren. Und oh boy, werden wir jetzt anfangen zu carryen, Leute. Seid ihr bereit für diesen Carry-Express, der jetzt auf euch zukommt? Ich glaube, keiner ist bereit. Kann das sein?
Brett für ein bisschen Action in der Mitte. Mal sehen, ob wir da irgendwas machen dürfen. Das ist sehr risky hier. Wo sind denn da immer so viele von denen, Gib es doch nicht. Wenn ich jetzt einmal gebased bin, bin ich da sehr, sehr stark im Übrigen. Zurück. Nehmen wir hierfür. Drake 1,20, Baby. Let's go. Den wollen wir. Den wollen wir. Oh, das sieht actually terrible aus. Wenn ich den Kick eine Millisekunde früher mache, kann er sogar gut werden für uns. War ein schöner Kick, ne? Aber leider ist halt niemand da, der den verwerten kann. Ich muss den ein bisschen früher machen, dann heile ich mich halt noch ein bisschen damit. Und dann kann ich vielleicht rauskommen. Schneller kicken. Nachdem ich gerade meinen Monolog gehalten habe, über circa eine halbe Minute, dass ich schneller hätte kicken sollen, merkt der gute alte User, Zirobi, dass ich schneller hätte kicken sollen. Ein Mann deines Talents. Na, du könntest dir mal den South Park-Charakter Captain Hindsight, kannst du dir mal anschauen. Ein Mann deines Formats wäre auch für diesen Job geeignet. Mal schauen, dass wir den Drake hier bekommen. Ich werde fast misswited, So, wir brauchen jetzt nur noch unseren Mythic hier. Ich bin sehr, sehr stark, ne? Aber wir brauchen unseren Mythic und dann brauchen wir GA. Ich will unbedingt mit dem Account jetzt endlich Challenger erreichen. Das ist, ich bin immer so knapp davor. Aber leider will es einfach nicht funktionieren für mich. Der Challenger Climb. Den einfach am Anfang schon kicken sollen, ha? Und dann den extra Damage draufkriegen. Okay, okay. So, wir haben jetzt als nächstes haben wir unser Duskblade hier zur Verfügung. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir GA als nächstes. Und dann bauen wir Cyril das hier. Das wird, glaube ich, ein sehr spicy Game, ja. Aber wir müssen uns sehr gute Flanks erarbeiten. Erstmal früher kicken. Da hätte ich mal wieder früher kicken sollen, Leute. Wo wäre ich nur ohne euch? ich weiß es doch selber. Ich weiß es doch selber. Ich bin doch auch wütend, Twitch-Chat. Echt behindert, ne? Komm leider nicht. Also, ich komme halt leider nicht zum Drake da, was ein bisschen ärgerlich ist. Den hätte ich schon auch noch gern genommen. Interesting, interesting. Schade, dass der Gnader überleben durfte, ne? Das ist natürlich sehr unfortunate. Schade, Mann. Schade, schade, schade. Ich hab leider keinen Meme mehr durchgekriegt. Oh! Dr. Dingus! Warte, warum ist Dr. Dingus denn so stark? Oh, Dr. Dingus! Das kann man ja schon. Der W, um den SW zu baiten, war ja mal ziemlich sick. Ja, das ist, gegen so Jump-Champions machst du das immer auf, Lissel, wenn du kannst. Ne? Du kannst leider nicht immer, weil manchmal haben die, bauen die halt zu viel Distanz zu dir auf, aber wenn du kannst, machst du das immer. Und deswegen wird wahrscheinlich Heimerdinger genervt wegen dem Kerl. Die Sau, ey.
Apple Watch Display. Boom. Hier ist der Asia über die Wand. Denkt, er ist sicher. Will poken. Jam. Okay, that's the play. Echt klar. Damit die Ulti gedutscht. Easy peasy lemon squeeze. Returning it. Okay. Wenn ich einen Red Smite hätte, wäre der Asia. Ich hätte den straight up gewonnen, ne? Cool. Ulti. Ich wäre einfach tot gewesen, wenn ich Red Smite. Das war ja sogar wirklich gut. Ja, was denkst du denn? Meinst du, ich verarsch dich hier oder was? GG well played. Tatsächlich hat die Ahri ziemlich insane gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht, ob das ein Ahri Main oder OTP ist, aber der hat echt crazy gut gespielt. Der hat so viele gute Charms gesetzt und wie der den Everfrost und dann benutzt hat, um permanent Leute zu catchen. Aber die haben eigentlich alle gut gespielt.